Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Cosmotiers. So, was habe ich hier gemacht? Also ich habe ein bisschen hier hinten jetzt gerade angepasst und die Struktur hier einmal schön, damit das so wie gemauert aussieht, gesetzt. Und mehr habe ich nicht gemacht. Ja, außer dass wir hier jetzt ein bisschen aufgeräumt haben. Genau, wenn ich jetzt einmal auf G drücke, ist hier nichts mehr zum Aufsammeln. Dafür hat der jetzt reichlich Ressourcen. Ja, ein bisschen Stahl haben wir. Der kann auch was verkaufen, zumindest die Raketen. Würde ich mal fast sagen. Ja, wir haben noch ein paar Kopfgelder, die wir annehmen können und wollen. Machen wir gleich mal. Lassen wir erstmal außen vor. Weg damit und weg damit. Und jetzt gönnen wir genau einmal die Raketen. Der will wirklich unsere 4900 Stahl haben. Ich bin echt am überlegen, ob wir uns nicht einen zweiten hiervon bauen. Dafür verlassen wir diesen hier, ne? Also den machen wir dann komplett weg, weil wie viel Personal hat der jetzt? 236 benötigt, er braucht aber nur 175. Ne? Er braucht nur, okay, 178 ist okay. Und haben wir schon unsere 300? 178? 350? 356? Haben wir unsere 356 Personen schon? 236 und der hat wie viele? 84, der ist voll. 236, 310, 320, genau. 320, uns fehlen noch 36 Leute. Wenn wir 36 Leute mehr kriegen, dann bauen wir uns einen zweiten hiervon. Dann fliegen wir lieber mit zwei hiervon rum, die kämpfen können, anstatt dich noch weiter mit zu versorgen. Das ist doch ein Plan, ne? Definitiv ist das ein Plan. Also, dann würde ich sagen, geht's gleich los. Wir versuchen in dieser Runde die alle zu erledigen. Diese Folge, wollte ich einfach nur mal, nochmal sagen, müsste jetzt die 42. sein. Und kommt am Dienstag, den 20. Wartet einen Moment. Ist das der 20. der Dienstag? Ich glaube schon. Samstag 18, Sonntag 19. Nee, Montag ist der 20. Am 21. Februar kommt das raus. Ja, wenn ihr das guckt, ich nehme das auf den Samstag auf. Ich mache jetzt ich versuche wieder drei oder vier Folgen aufzunehmen. In dieser Session. Ja. Und dann sehen wir, was passiert. Machen wir mal ein bisschen schneller, damit er... So, jetzt kommt er auf uns zu. Das heißt, wir können gleich einmal ein bisschen rotieren. Und dann rotieren wir mal einfach rüber. Dann müsste er ja dreimal feuern, ne? Ach, verdammt. Mal wieder. Natürlich. So. Das Stück haben wir, aber wir müssen ja eigentlich darauf feuern, ne? So, stellen wir ihn uns erstmal so hin. Und dann stellen wir ihn uns zurück. Genau. Sus brav, mein Junge. Ich glaube, ich habe es langsam gelernt, wie ich mit der Dreifach-Railgun umgehen zu habe. Und du, kommen bitte hierher. Ja? Vollgas! Machen wir auf 8 wieder. Geht ja nicht schneller. Also, was ich im Workshop gesehen hatte, ne? Es gibt auch Plasmawaffen zum Beispiel und noch größere Kanonentürme und sowas. Aber ich habe mir eigentlich eher gehofft, dass es vom Spiel her mehr Waffen gibt, umfangreichere Waffen gibt und so. Deswegen werde ich das jetzt erstmal so weitermachen.
ne? In der Hoffnung, da das noch Early Access ist, dass da noch was kommt, und will mir meinen Spielstand nicht kaputt machen mit einem... Ui, nee, mach einfach nur langsamer erstmal. Wenn wir darauf gefeuert kommen. Ja. Nicht halten, sondern wieder schneller machen. Okay. Doch, kann man quasi halt drücken. Oh. Der hat nur abgefeuert. Ist das gemein. Nochmal schön in den Hintern geschossen. Ich glaube, das konnte er nicht ab. So, da stellen wir uns dann auch mal so hin und schießen direkt darauf. Jupp. Stell dich mal bitte dahin. Obwohl, den kannst du doch auch einfach mal kurz mitnehmen. Die kommen ja nicht. Dann können wir einfach drauf losballern. Oder was haltet ihr davon? So, genau. Und dem schießen wir dann halt auch dahin. Zwei. Einmal kurz so ausrichten. Wir haben ja hier drauf gezielt, ne? Und dann schieß mal durch. Ah. Noch nicht ganz durchgekommen. Aber jetzt vielleicht. Es ist so gemein. Der wollte umdrehen. Der wollte fliehen. Vor uns. Ja, wenn er zu dicht an uns rangeht, dann hat er doch auch selber Schuld gehabt. Ja. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich speichere lieber. Da kommt der nächste. Ach, schon wieder so einer. Mit einer kleinen Railgun dran. Komm. Ja, dass das ein Elfer ist, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Elfer sein soll. Aber okay, sei es drum. Wie sieht's bei dir aus, Minjung? Ach, du bist nur am Fliegen. Aber du bist ja jeden Moment da. Mit deinen 30 Metern die Sekunde. So, nimm das bitte mit. Du darfst das haben. Du hast dich ja gerade leer gemacht, hoffe ich, mit den 4000 Stahlplatten. Oder von den 4000 Stahlplatten. Einmal kurz rotieren. So. So stellen wir uns hin. Dann machen wir langsam. Wo müssen wir hinballern? Müssen wir da hinballern? So, wie viele hat er noch? Da hat er noch. So. Der hat noch ein paar mehr Punkte. Der schießt aber auch nur seine hier rum Dinger da. Gut, gehen wir mal erstmal aus der Reichweite. Nicht, dass wir irgendwie Schaden kassieren oder so. Ne? Unsere Schilde sind schon deaktiviert. Nicht schön. Gehen wir hier mal einmal rum. So. Den können wir uns ja noch gönnen. Das ist ja nur so ein kleiner Zweierpopel. Einmal kurz wegschnetzeln. Und dann fliegst du hier nochmal rum. Oh, nee, gar nicht. So kannst du dich hinstellen und darauf schießen. Und dann können wir auch nochmal darauf schießen. Ja, wenn wir den so... Der kann sogar noch weiter zurück. Machen wir so. Und dann schieß mal bitte darauf. Und richten wir dich mal aus. Was passiert dann? Zwei. So, ich glaube, jetzt ist der Hops. Ja, den gibt's nicht mehr. Dann können wir eigentlich auf den... Nee, grundsätzlich nie wieder in den Nahkampf gehen. Dürfen wir nicht machen.
Und rotier dich mal so durch. Zack. Schön. Hier setzen wir uns einen Marker hin. Hier ist ja ein richtiger Friedhof. Also wenn wir noch ein paar tausend Stahl brauchen, hier kriegen wir es. Super. Speichern und ab zum nächsten. Ich meine, mit diesen drei Railguns, das geht ganz gut. Wir können auch relativ zügig rückwärts fliegen. Relativ halt. Da ist eins. Kommt da noch mehr? Weil das ist ja quasi schon der nächste Ring. Gucken wir erstmal hier, ob uns jemand entgegenkommen möchte. Vollgas und langsam. So. Kommen die jetzt alle drei auf einmal? Bestimmt nicht. Wir sind ja auch so relativ zügig. So. Dann sehen wir ihn und wir schießen ihn only in die Seite. Gleich gehen sie sowieso alle drei auf uns los. So, einmal rotieren dahin. Und nochmal ein bisschen auf den losgehen. Oh, der kommt zuerst auf uns. Da sollten wir aber auf diesen Punkt schießen. Oh, falsche Taste. Ich drücke die ganze Zeit auf die 5 und nicht auf die R. Die Rotation. So, alles müsste nachgeladen sein. Feuer frei. Und nächster. Genau, nächster. Da können wir auch einmal kurz durchrotieren. Müsste langsam feuern. Eine Railgun hat er uns außer Kraft gesetzt. Ja. Kannst du bitte nochmal zurückrotieren? Wir wollen noch einmal abfeuern. Ach, du kannst nicht, weil... Deswegen. Das ist genau das Problem, was ich meine. So. Jetzt aber. Sehr schön. Wo haben wir denn Aua? Ja, ein bisschen vorne kassiert. Ja, ist okay. Nichts Schlimmes. Wir haben doch ein bisschen Material bei uns. Wir haben keinen Stahl. Dann sollten wir uns mal einen Brocken bei dir abschneiden. So würde ich sagen. Und einmal Vollgas. Wie geht's der Nummer 2? Oh, die Nummer 2 ist aber fleißig gewesen. Dann sei da bitte auch nochmal fleißig. Ja. So, ihr seid auch fleißig gewesen, habt euch ein Stückchen abgeschnitten. Das ist ganz schön wenig gewesen. Machen wir vielleicht noch ein Stückchen? So 400-500 Stahl wäre schon nicht schlecht, auf Tasche zu haben. Einfach nur aus Sicherheit. Ja, okay, 400. Genau, wir haben ja gesagt 400-500. So, da ist ein Fragezeichen. Das möchte von uns erkundet werden. Der ist ganz langsam, ne? Nee, der fliegt einfach nicht weiter. Ich verstehe nicht, warum die manchmal einfach so stehen bleiben. Ich habe ihm nicht gesagt, dass er stehen bleiben soll. So, der fährt schon wieder nicht weiter. Kannst du bitte? Danke. So. Bin ich auf H gedrückt oder so? Yeah, eine Hypersprungbarke. Die mag ich am liebsten. So, die kommen nicht in unsere Reichweite. Nicht freiwillig zumindest. So. Und du bist da. Ja? Dann sammel das doch einfach mal alles ein. Erstmal dich. Und dann wieder ab zu Nummer 1. Oh, ich dachte, wir wollten mit dir einmal reinfliegen. Aber das hat sich wohl doch irgendwie erledigt. Ja, stimmt. Wenn man den Kontakt zu denen verliert, dann... Ja, du bist schneller. Das heißt, du wirst auch zuerst in unseren Radius reinkommen. Und dich schießen wir auch als erstes an dann. Ja, schieß einfach mal. So.
Sehr schön. Nächster. Darauf bitte. Komm, einmal kurz feuern. Ich hab doch gesagt, da drauf feuern bitte. So. Nächster. Na, so wollen wir nun auch nicht spielen. Da rein. So, einmal zügig durchrotieren. Zack. So ist gut. Noch einer. Ah. Erstmal den Achter. Genau, einmal schön. Bam, bam, bam. Gut. Der hätte sonst einigermaßen problematisch werden können. Den rotieren wir auch einmal kurz durch. Der müsste doch wenigstens einmal schießen. Nein. Doch nicht. Keinmal. Wir haben ein Ziel ausgewählt. Der müsste schießen. So, und noch einer. Zack. Ja, ich mache das jetzt so langsam, weil ich sonst nicht hinterherkomme mit dem Zielen und allem. Und mit dem Hin- und Her-Rotieren. So, bups. Und der letzte eine. Komm, Rinder. So. Ich glaube, der ist Geschichte. Dem geht's soweit gut. Der tobt sich hier fleißig aus. Ja. Während der sich, ja, ein kleines Gemetzel hier erlaubt hat. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das ging sehr schnell, ne? Also ich glaube, wir haben hiermit schon dieses Gebiet freigelegt. Und wir können schon zum nächsten Gebiet fliegen. Wenn hier gleich keine Gegner sind, dann... Oh, da ist noch ein Kopfgeld. Tatsächlich. Ja. Ah, hallo. Drei Gegner. Sehr schön. So, fliegen wir mal auf euch zu. Mal schnell hin und dann langsam werden. Der ist dichter. Der ist dichter. So. Und feuerfrei. Gut. Und was ist mit dir? Bist du dann auch gleich gut? Eins, zwei. Drei. Und wieder zurück. 1, 2, 3. Okay. Und nochmal. Yep. Ja, was mich so gerade ein bisschen stört, ist, dass er nicht so rotiert wie geplant. Der hat uns eine ganze Railgun weggebamst. Ne, das war jetzt nicht schön. Wir müssen uns eigentlich eher seitlich zu ihm halten. Bis unsere Schilde... Ach, der hat uns komplett... Der hat uns vernichtet, oder was? Wollte ich doch mal nicht meinen. Oh, die nächsten zwei Railguns sind auch hops gegangen. Schade. Wir haben jetzt nichts mehr außer die Disruptoren. Warum schießt er nicht mit seinen Kanonen? Wollte schon sagen. Die können mir doch den Rest geben. Ist egal. Schnell. Autosave. Hatten wir da irgendwas? Gerade eben? Nö. Schnell speichern ist das hier.
Da müssen wir aber wieder ein bisschen was nachholen. Ach, die ganzen Kleinen. Ne? Ja. Gut. Das meine ich. Mit diesem Hochmut. So. Ihr sammelt... Oh, da ist noch ein kleiner... Passt, ne? So, holen wir uns mal die. Da sind ein paar. Je nachdem, wer ist jetzt zuerst dran. Wir können auch den zuerst belegen. Einmal langsam. So, da wollen wir drauf. Und der hat viele Flak-Batterien, ja. Der hat alles. So, kriegen wir das hin? Drei Railgun-Schüsse. Die kommen alle nicht an, ne? Wow. Das ist nicht gut für uns. Da müssen wir schnell weg. Aber durchgekommen ist von ihm auch noch nichts. Wir müssen seitlich weg. Ja, dann müssen wir halt aber auch irgendwann mal anfangen, Gas zu geben. So. Und jetzt wieder seitlich weg. Und wieder seitlich weg. Der macht uns sonst die ganzen Triebwerke kaputt, was er jetzt gerade schon gemacht hat, tatsächlich. So, machen wir dann den. So, rotier doch mal. Wie wär's, wenn du mal versuchst? Krass. So. Wow, ich kann dazu gar nichts mehr sagen. Gerade eben lief alles so reibungslos und jetzt netzelt uns einer nach dem anderen. Es gibt halt nicht ein, nicht das eine perfekte Schiff, oder was? So, Vollgas. Der hat ja hier auch noch was zu tun. Genau, flieg mal ein bisschen dichter, dann sammelst du schneller. Das hat er. Und dann hatte er hier noch so seinen nächsten Haufen. Und wir wollten einmal kurz hier rüber. Nicht drehen, sondern rückwärts. Okay, jetzt müssen wir auch Vollgas geben. Boah, schaffen wir das da noch weg? Nee, das schaffen wir nicht mehr weg. Schaffen wir nicht mehr weg. Weiter rotieren. Oh, nee. So. Letzter Anlauf. Das kriegen wir doch jetzt wohl hin. So, scheiß drauf. Gleich mal dahin. Wir wollen sehen, dass wir irgendwie gebacken bekommen. Was ist hier los? Das fiel mir gerade so nicht in den Kopf. Genau der da ist das. Komm her. Kommst du jetzt her oder nicht? Jetzt spielt er schon wieder mit den anderen. So. Wir wollen uns so hinstellen. Warte. Ist das so richtig? So.
Und Rotation langsam. Jetzt wollen wir darauf zielen. Hoppala. Und lassen ihn erstmal in Reichweite kommen. Sobald er das ist, fangen wir an zu rotieren. Dann müssten wir alle drei auf so ziemlich zeitgleich abfeuern. Das dürfte er ja nicht alles abgewehrt bekommen. Da 2, 3. 1, 2, 3. Keine ist durchgekommen. Dann machen wir die nächste Rotation. Da ist keiner fertig geladen. Er fängt an mit seinen Raketen. Das heißt, wir müssen bald... Langsam müssen sie ja vollgeladen sein wieder. Wieder zurückrotieren. 1, 2, 3. Wir kommen nicht durch, ne? Und er ist schon fast durch. Kriegt er das wieder nicht hin? So, zurück. 1, 2, 3. Ne, wir kommen nicht durch. Mit 3 Railguns kommen wir nicht mehr durch. Das ist unglaublich. Der hat zu viele von den, wie heißen das? Hallo? Warum rotierst du eigentlich nicht wieder? Was ist hier los? Wohin fliegst du? Was hat denn der jetzt vor? Was ist denn jetzt passiert? Ach, der wollte mir einmal nur kurz zeigen, ja, nicht immer gleich aufgeben, oder was? Was soll das denn? Das hat ja jetzt irgendwie doch funktioniert. Wie hat das jetzt funktioniert? Das wundert mich jetzt allerdings. Ja. Immer ein bisschen... Der ist doch nicht von hinten zerstört worden. Das waren wir doch gerade. So. Dann holen wir uns mal den Rest. Wenn der Rest jetzt noch mit uns spielen möchte. Immer schnell speichern. Wenn man schon so ein Glück hat. So machen wir den. Darauf feuern. Und einmal ausrichten. Tak, tak, tak. Fertig. Ab zum nächsten. Langsam. Und hier genau dasselbe Spiel. Sehr schön. Diesmal hat er von sich aus mit allen dreien geschossen. Und jetzt. Gleich müsste das Zeitfenster wieder da sein, genau. Dass er trifft. Super. Hat er. Holen wir uns das Fragezeichen noch einmal. Noch ein weiteres Mal. Geh mal rüber. Was gibt's da? Da war ja doch eine Hypersprungbarke, ne? Nee. Die kommt hier gleich irgendwo. Genau, das da. War eine wundervolle Hypersprungbarke. Yes. Und da sind die 12 und 20 Gegner. Kleine Fuzzis. So, langsam. Einmal darauf, bitte. Einmal darauf, bitte. Einmal darauf, bitte. Ja. Schießt du auch irgendwann? Ja, danke dir. Da kommt die Nummer 8. Ah, haben wir schon. Nee, immer ein bisschen mehr Abstand. Danke. Auch sehr schön. Ein
Der ist jetzt gleich... Oh. Sei froh, dein Boss hat dich geschützt. Mit seinem Kadaver. So, einmal Rinder und Feuer frei. Los. Sehr schön. Hier setzen wir uns wieder einen Marker hin. Schlachtfeld erledigt. Und vorwärts. Ja, jetzt denke ich dran. Hätte ich mal gleich am Anfang dran gedacht, ne? Wie geht's der Nummer 2? Und die ist mal wieder stehen geblieben. Einfach so, weil sie gerade lustig war. Verstehe das nicht, warum die immer stehen bleibt. So, bitte. Und jetzt? Nimm alles an dich. Ab zu Nummer 1. Ich habe ja nicht mal auf die aufs H gedrückt. Deswegen. Wenn ich auf H drücken würde, dann würde ich ja irgendwie einigermaßen verstehen können, dass da... Na... dass die irgendwie anhalten können oder würden oder so, aber so ganz komplett ohne irgendwas. So, versuchen wir erstmal den. Den hatten wir ja letztes Mal nicht. Vielleicht kriegen wir ihn ja erwischt. Naja, nicht wenn wir uns da mit den ganzen Asteroidenblöcken festhalten. So, nochmal ein bisschen Gas geben. Ah, langsam. Wir holen ihn langsam aber stetig ein. Nee, jetzt haut er wieder ab. Gib Gas, gib Gas. Wenn er gleich umdreht, ne? Fliegt er uns voll in die Schnauze. Stehen bleiben. Einmal so. Und einmal dahin rotieren, bitte. 1, 2, 3. Sehr schön. Hier ist ein Opfer. Schneller. So wollte ich sagen. Also den wollen wir nochmal schnell holen. Was ist das? Ich glaube nicht, dass das eine Hypersprungbarke ist. Oh doch, tatsächlich. Eine weitere Hypersprungbarke. Sehr schön. Dann können wir einmal speichern. Und ja. Oh, nicht feuern, bitte. Gut. Ich würde sagen, das reicht für heute. Und wir machen in der nächsten Folge weiter. Für euch ist das morgen und für mich ist das nur ein kurzer Augenblick. Also bis gleich. Tschüss.